dann Karin, die gab mir den Rest. Vielleicht kannst du deine Aussprache nicht verbessern, sagte sie, weil du kein musikalisches Gehör hast. Ich habe Karel Gott im Fernsehen. Bei dem klingt's ganz anders. Diese blöde Gans, ich bin doch der Musiker schlechthin. Jeder Tscheche ist es, sogar Karel Gott. Ich schwor mir, meinen Akzent zu beseitigen, und so baute ich wieder phonetische Übungen am Kassettenrekorder, Texte anhören, aufsprechen, vergleichen. Die ganze Freizeit opferte ich der Sprache. Ein Jahr später fragte mich eine Frau im Zug, ob ich aus Österreich komme. Jesus Maria, endlich Schluss mit der Schufterei, Schluss mit den endlosen Stunden vor dem Kassettenrekorder. In guter Stimmung steige ich aus der U-Bahn und mache mich auf den Heimweg. Plötzlich kriege ich einen Mordshunger. Gott sei Dank hat vor kurzem, und jetzt wird's schwierig, Gott sei Dank hat vor kurzem ein Türke hier an der U-Bahn-Station eine Dönerbude aufgemacht. Was du wollen haben? Sitzt aber schon, ist er noch nicht allzu lange hier in Deutschland. Nimm Kebab bitte, sag ich. Ah, ruft der Türke begeistert auf, du Tscheche. Ich verdrücke meinen Kebab, brettere nach Hause, werfe all die Kassetten mit den phonetischen Übungen in die Mülltonne und schalte die Glotze ein. Gemütlich schaue ich mir die Rudi Karel Show an. Dankeschön.